Ich bin wieder zurück in Südostasien und zwar unschwer zu erkennen hier in Kuala Lumpur, einer Stadt, wo ich letztes Jahr schon zweimal war. Aber meiner Meinung nach gibt es definitiv noch Ecken, die wir hier nicht gesehen haben und die werden wir uns in diesem Video anschauen und dann auch vielleicht die verbotene Frucht Durian probieren, weil das ist eine Sache, die hier in Kuala Lumpur sehr bekannt ist oder in Malaysia insgesamt, die ich aber noch nicht gemacht habe. Also schnallt euch an, bleibt dafür auf jeden Fall dran und dann schauen wir uns mal Ecken hier in Kuala Lumpur an, die wir vielleicht noch nicht so entdeckt haben. Als erstes befinden wir uns im Stadtteil Bukit Bintang und da passiert vor allem abends das meiste in Kuala Lumpur und es ist auch ein sehr, sehr verrücktes Viertel mit sehr, sehr vielen Bars und zuerst gehen wir da in die Jalan Alor Food Street. Da war ich zwar schon mal, aber da war ich am Tag und das ist eigentlich ein Night Market. Deswegen kann ich nicht wirklich sagen, ob das sich damals gelohnt hat oder nicht. Also gehen wir jetzt auf diesen Night Market, wenn Abend ist. So wie es auch eigentlich gedacht ist. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht da was essen. Hier ist auf jeden Fall schon sehr, sehr viel los. Hier ist Bar gereiht an Bar. Also überall stehen auch diese Verkaufsbahnen. Ich war gar nicht hier, glaube ich. Ich war nur in dieser Jalan Alor. Aber so in dieser Straße war ich eigentlich nie. Also hier ist auf jeden Fall viel mehr los, als ich damals hier war. Es ist schon krass. Wir haben die Straße jetzt einmal durch und ich muss wirklich sagen, es ist immer gut, wenn man Orten nochmal eine zweite Chance gibt. Aus dem Grund, letztens war ich mittags hier, da war fast nichts los, aber jetzt ist eigentlich so ein klassischer asiatischer Markt, also wie man ihn auch in Thailand und so hat. Und eigentlich habe ich Kuala Lumpur immer so kritisiert, dass es nicht so hektisch ist und nicht so chaotisch wie andere Städte. Aber die Straße da hinten war gerade ultra hektisch, also wir haben lange gebraucht, um da durchzukommen. Die Locals essen auch da, aber es ist halt ein bisschen angezogen von den Preisen her und ich bin mir sicher, dass wir morgen nochmal zurückkommen, um die Durianfrucht zu essen, die sogenannte verbotene Frucht. Aber das sehen wir dann morgen. Den gibt es natürlich auch hier. Und ich glaube, also ein bisschen weniger als in Thailand definitiv, aber auch sehr, sehr oft vertreten. Ich wollte mir genauso wie in Japan damals immer einen Eiskaffee holen. Es war einfach out of coffee und ich habe es irgendwie falsch verstanden. Das heißt, ich habe jetzt einfach ein Glas Milch mit Eis. Sick, Bro. Und ohne Strohhalm. Geil. Naja. Hier geht Loki bis in die Post ab in Bukit Bintang. My man. Wir sind hier in der Beriaya Times Square Mall und die hat einfach einen Theme Park in der Mall. Mit einer Achterbahn. In der Mall. What the fuck. Gönnt euch das einfach. Hier unten kriegt man irgend so einen Ramsch zu kaufen, also so flohmarktmäßig. Und dann hast du einfach, wenn du immer weiter hochgehst, kommt einfach eine Achterbahn. In der Mall. Ich check das nicht. Also Asien überrascht mich immer wieder. Ich war letztens auch in dieser Mall, als ich hier war, aber ich habe die Achterbahn irgendwie nicht gesehen. Da muss man irgendwie so auf den fünften Stock kommen. Dann sieht man die auch, aber insane. Schon krass. Es ist jetzt aber auch 21 Uhr, deswegen ist das ganze Ding auch schon geschlossen. Aber wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann gönnt euch ruhig. Hier kann man wirklich alles in dieser Mall machen. Wenn man den Kleinen für ein paar Minuten dann loswerden kann, dann ist es auf jeden Fall die, das waren es 4 Euro am Wochenende worth it. Er kann jetzt 8-mal rumfahren für 4 Euro, das ist eigentlich ganz okay. Dann haben wir wenigstens für ein paar Minuten unsere Ruhe. Auch hier ein Spot, den ich letztes Mal übersehen habe, der malaysische Times Square. Den wollte ich ja letztes Mal finden, habe ich aber so und vor allem bei Nacht nicht so gesehen. Und das ist ja der Times Square oder wie auch in Tokio der Shibuya Square oder Shibuya Crossing. Ist ganz, ganz ähnlich mit all diesen Billboards und so, sehr, sehr bunt. Hier gibt es auch viel Streetfood und das ist auch noch immer Bukit Bintang. Also das ist das Distrikt, wo am Abend alles passiert. Bukit Bintang, da müsst ihr hin. Ja? Auf jeden Fall auch hier viele Leute. Es ist fast wie das Shibuya Crossing, wie gesagt. Komm mal, man muss rüber. Hier ist eine richtig coole Skybar, also die heißt auch Skybar und die ist auch sehr, sehr bekannt. Mit dieser Aussicht hier auf die Petronas Tower ist natürlich geil, aber die ist einfach ab 21. Was ist das für ein Müll? 21? Was? Ich weiß auch nicht, warum man so einen Pool hier drin braucht, aber cool ist es irgendwie trotzdem. Nur wirklich schade, dass es ab 21 ist. Falls euch das Video bis jetzt gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch gerne ein Abo. Es werden jetzt noch viele Vlogs von Südostasien weiterhin kommen. Also wenn ihr da dranbleiben wollt, definitiv abonnieren. Kostet ja auch nichts. Yeah.
Also wir haben gerade hier eigentlich nur entspannt gegessen, das wollte ich nicht unbedingt aufnehmen, weil es nichts Spannendes ist. Aber die Dudes hier, die waren immer richtig cool, also es war auch ein bisschen unerwartet, wir wussten nicht mal, dass es ist. Wenn ihr den folgen wollt, Budaka, ihr seht's da, keine Ahnung. Aber hey, übel cool. So eine Show ist schon nice, auf so einem Night Market, das ist schon speziell. Oh, ich hab's vermisst, Alter. What is that? Ich war dann jetzt auch zum dritten Mal in den Batu Caves. Die habe ich euch dieses Mal nicht gezeigt. Falls ihr die sehen wollt, das ist ja eine der Hauptattraktionen von Kuala Lumpur. Schaut gerne im letzten Video vorbei, als ich mit meinem Papa hier war, habe ich das nämlich gemacht. Also für die, die sich da mehr für Kuala Lumpur interessieren, schaut das nochmal an. Aber wir kommen jetzt zu dem, was ich noch nicht gesehen habe. Das seht ihr dann, wenn wir da sind. Wir sind jetzt hier bei Merdeka Square, einem Square, bei dem ich noch nicht war, obwohl es einer der bekanntesten Orte hier in Kuala Lumpur ist. Also warum war ich noch nicht hier? Ich weiß es persönlich nicht. Hinter mir, deswegen ist auch bekannt, ist der erste Flagpole von einer malaysischen Flagge. Also das ist auf jeden Fall 95 Meter hoch und den sieht man auch von gefühlt überall aus Kuala Lumpur. Warum ich da noch nicht war, frag mich nicht. Hinter mir ist da auch ein Regierungsgebäude, sieht man auch da an all den malaysischen Flaggen. Und das zweithöchste Gebäude nach dem Burj Khalifa ist Merdeka 118. Der heißt also gleich wie der Platz hier. Der ist nämlich in der gleichen Gegend gebaut. Der ist glaube ich auch 640 Meter hoch oder so. Aber Stand Juli 2023 auch noch immer nicht geöffnet. Ist natürlich schade, weil den hätte man natürlich auch gerne besucht. Merdeka Square könnt ihr auf jeden Fall besuchen. Ist ungefähr 4-5 Minuten weg vom Central Market, den ich auch schon mal in dem Video gezeigt habe. Aber wie habe ich das hier nicht gesehen, obwohl ich in Kuala Lumpur war? Man weiß es nicht. Hier vor diesem alten Regierungsgebäude, also ich glaube nicht mehr, dass das noch aktiv benutzt wird. Hier werden dann alle Paraden und so gehalten, deswegen ist ja auch so eine fünfspurige Straße, wo anscheinend keine Autos fahren dürfen, außer halt dann, wenn eine Parade oder so ist. Und es ist auch sehr speziell, dass so ein altes Gebäude ist und einfach dieses Gebäude, was null da in die Skyline reinpasst, einfach so dahinter steht. Aber ich glaube, das repräsentiert Asien dann auch wieder sehr gut. Auch hier im Central Market. Ich glaube, ich war letztes Jahr wirklich noch von diesen Covid-Effekten und so also betroffen, weil da war letztes Jahr gar nichts los und dieses Mal ist hier der ganze Markt einfach voll. Also hier sind so viele Leute, die Stände sind auf, letztes Jahr aber irgendwie zu. Und obwohl heute Sonntag ist, ist hier die Hölle los. Also vielleicht auch da immer eine zweite Chance geben. Das war vielleicht letztes Jahr der Fehler, dass ich da geglaubt habe, hier wäre es tot. Aber Kuala Lumpur lebt dieses Jahr wieder. So Freunde, ihr habt auf den Part des Videos gewartet, wo ich Durian probiere. Das ist nicht eine verbotene Frucht, weil ich habe sie ja jetzt gekauft, also legal ist sie schon, aber es ist nicht erlaubt, die mit in irgendeinen öffentlichen Transport zu nehmen. Also Flugzeuge, Züge, irgendwo rein darf man das nicht nehmen, weil die enorm stinkt. Wir waren gestern Abend ja in dieser Jalan Alor, in dieser Food Street, und da war es ja so, dass es so gestunken hat in der ganzen Straße nach diesem Durian. Aber jetzt hier, es geht eigentlich. Ich sag mal so, es ist nicht angenehm, der Geruch, aber es geht eigentlich, noch klar. Man bekommt sogar Plastikhandschuhe dazu. Und für diese kleine Portion hier, also für dieses kleine Stück, da habe ich 15 Ringgit bezahlt, was etwa 3 Euro sind. Klar, normalerweise ist sie, glaube ich, günstiger, aber für Touristen wird der Preis natürlich hochgefahren. Und ich bin mal gespannt auf den Geschmack, weil unfassbar gut sieht das nicht aus. Also die Konsistenz ist jetzt irgendwie nicht die beste, es ist so ganz, irgendwie ganz weich, aber es ist ganz komisch. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal, ne? Guten Appetit, Freunde. Ein zweites Stück muss nicht unbedingt sein. Aber für die, die den Geschmack mögen, ist es ein sehr, sehr besonderer Geschmack. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den erklären soll. Also mit einer Frucht kann man das jetzt nicht vergleichen, aber boah, ein sehr, sehr starker Geschmack, weil es ist nicht süß. Es hat schon einen starken Geschmack, aber es ist nicht süß. Aber wirklich lecker ist es nicht. Also ein ganzes Stück
davon würde ich den nicht runterbekommen. Aber man sieht auch, es ist ein Kern hier drin und so. Aber wirklich lecker ist das jetzt nicht unbedingt. Also von mir auf jeden Fall maximal eine 2 aus 10. Also nicht mein Geschmack, Freunde. Nein, nicht wirklich mein Geschmack. Nicht wirklich Ihr Geschmack. Also klar, es ist die Nationalfrucht von Malaysia. Aber eine wirklich gute Frucht, oder sie ist hier sehr bekannt für Malaysia, aber wirklich gut ist die Frucht meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, das ist keine unpopular Opinion. Die soll weiterhin verboten bleiben, vor allem in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Jetzt wird aber Zeit, nach der Frucht das Richtige zu essen. Hier haben wir so einen Streetfoodstand. Nasi Goreng Sultan, das heißt mit halt so Meeresfrüchten drin, mit Muscheln drin und mit Käse sogar drauf. Habe ich auch noch nicht gegessen, aber generell einfach Fried Rice ist eigentlich immer gut. Richtig lecker, richtig frisch und vor allem ein bisschen spicy, habe ich extra gefragt gehabt. So muss das sein. Schmeckt auf jeden Fall besser als die Durianfrucht. Ja. Wenn man in Kuala Lumpur ist, sollte man auf jeden Fall einmal die Aussicht von der ganzen Stadt von oben sehen. Dafür kann man sich natürlich ein Hotel oder Apartment nehmen, bei dem man einen Rooftop-Pool zum Beispiel hat. Oder es gibt drei andere Möglichkeiten. Einmal die Petronas Towers, die relativ teuer sind, weil man eine Tour nehmen muss. Dann nochmal den Tower, den wir vorhin gesehen haben, der ist aber noch nicht geöffnet. Und dann einmal den KL Tower hinter mir. Und wir haben uns diesmal für den KL Tower hinter mir entschieden. 420 Meter hoch, geile Aussicht über Kuala Lumpur. Und da gehen wir jetzt zusammen rein. Das wird auf jeden Fall richtig geil, weil der ist sehr, sehr, sehr weit oben. Man hat einmal die Auswahl zwischen einem normalen Observation Deck mit einem Fenster und einmal der Skybox, die man von Instagram kennt, diese Glasbox, wo man sich hinlegen kann, und halt einem Außendeck, was außen ist, wo man dann auch die frische Luft von oben spürt. Ganz günstig war das natürlich nicht. Es war einmal 110 Ringgit für einen Erwachsenen, für diese Skybox, für die man eine Stunde anstehen muss, plus dann das Skydeck außen hat. Also etwa 22 Euro für eine erwachsene Person. Günstig ist es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es sich lohnt. Also das hier ist schon was anderes zu einer Sicht aus einem Apartment. Wenn man bedenkt, dass das da oder so schon ein sehr, sehr hohes Apartment ist und das Gebäude da 700 Meter fast hoch ist, dann sind wir auch schon sehr, sehr hoch. Und die Aussicht ist natürlich krass, vor allem jetzt knapp nach Sonnenuntergang sieht das natürlich wunderschön hier aus. Hier sieht man auch nochmal die Petronas Towers. Und mit meinem Vater war ich ja vor ein paar Monaten genau in diesem Apartment da. Sieht man hier auch nochmal sehr, sehr gut in Relation, sofort nebendran. Und irgendwie funktioniert da oben das Licht nicht gut. Keine Ahnung, woran das liegt. Also die Plattform hier rundherum, hier wo man so gehen kann draußen, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Aber die Skybox war ein bisschen unnötig. Man bekommt 1 Minute 40 Zeit, um Fotos zu schießen. Also wirklich nicht lang genug und man macht es nur fürs Foto. Also da würde ich sagen, das lohnt sich nicht unbedingt. Es ist aber im gleichen Preis inclusive, deswegen von mir aus macht's. Aber ich fand es jetzt nicht so krass. Also kriegt eine 5 vor 10. Maximal. Während ich jetzt hier mein Nasi Lemak esse, das zweite in 2 Tagen, würde ich auf jeden Fall schon sagen, danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Wenn euch das Video, das dritte oder vierte Video mittlerweile über Kuala Lumpur, gefallen hat, auch wenn ich euch diesmal andere Dinge gezeigt habe und wir die Frucht gegessen haben, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dann würde ich mich sehr freuen über ein Abo und über einen Daumen hoch und wir sehen uns definitiv im nächsten Video aus Indonesien, genauer gesagt aus Yogyakarta. Dann geht es weiter mit viel Content aus Indonesien, also bleibt dafür auf jeden Fall dran. Dann würde ich sagen, das ist sauscharf, aber bis zum nächsten Video und schreibt mir gerne in die Kommentare, hättet ihr die Frucht gegessen oder nicht. Dann peace out und ciao.